Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Die Dimensionen des Universums sprengen die menschliche Vorstellungskraft. Im bekannten Teil des Universums gibt es 100 Milliarden Galaxien. Jeder hat Milliarden Sterne. Die Andromeda-Galaxie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Die Erde umkreist die Sonne mit 100.000 Kilometern pro Stunde. Wie lassen sich diese enormen Ausmaße, Entfernungen und Geschwindigkeiten überhaupt fassen? Wir holen die kosmischen Dimensionen zu uns herunter, auf die Erde, und zeigen die kosmischen Maßstäbe und was sie für uns bedeuten. Größer, schneller, weiter. Planet Erde. Ihre weiten Ebenen, tiefen Ozeane und steilen Berge sind ein Staubkorn verglichen mit der Unermesslichkeit des Weltraums. Im bekannten Teil des Universums gibt es 100 Milliarden Galaxien. Jede hat wie die Milchstraße Milliarden an Sternen. Aus Millionen und Milliarden werden schnell Billionen. Und dann haben wir spätestens das Gefühl dafür verloren, was diese Zahlen eigentlich bedeuten. Das menschliche Gehirn ist auf die Aufgaben des Alltags eingestellt. Es begreift zum Beispiel, was eine Reise von 80 Kilometern am Tag ist. Aber was ist mit 800.000? Und wir können uns vorstellen, mit 160 Stundenkilometern zu reisen. Aber wie wären 160 Millionen Stundenkilometer? Die meisten Menschen können sich Zahlen wie Millionen, Milliarden und mit Sicherheit Billionen kaum vorstellen. Wer hat schon Milliarden oder Billionen von irgendetwas? Wie sollen wir das Universum verstehen, wenn unser Gehirn seine schiere Größe nicht begreifen kann? Modelle sind eine große Hilfe, denn mit ihnen können wir die riesigen Dimensionen auf Größenordnungen reduzieren, die wir uns vorstellen können, die wir aus unserem Alltag kennen. Bringen wir die Erscheinungen des Nachthimmels auf irdische Maßstäbe. Planeten, Sterne und Galaxien. Wir können die Größe auf zwei Arten messen. Wir können die Maße nehmen, also Höhe, Länge und Breite. Oder die Masse ausrechnen. Größer heißt nicht automatisch mehr Masse. Zum Beispiel kann ein Ballon genauso groß sein wie eine Bowlingkugel. Aber die Bowlingkugel hat mehr Masse, sie ist dichter. Einfach mehr Masse auf demselben Volumen. Um das Universum besser verstehen zu können, nehmen wir diese Monster-Trucks als Beispiel. Hier kollidieren regelmäßig Objekte mit stark unterschiedlicher Masse. Es gibt alles, vom kleinen Spielzeugtruck bis zum riesigen Monster-Truck. Das hilft uns zu verstehen, wie unterschiedlich die Massen im Sonnensystem sind und wie massereich unsere Sonne im Vergleich zu anderen Sternen ist. Der Vergleich beginnt beim Jupiter, dem König der Planeten. Seine Masse beträgt fast 2 Quadrilliarden Kilo. Eine 2 mit 27 Nullen. Das entspricht der Masse von 300 Erden. Immer noch mickrig im Vergleich zur Sonne. Die Sonne hat mit Abstand die größte Masse in unserem Sonnensystem. Sie ist 1000 Mal massereicher als der Jupiter, der größte Planet. Zum Vergleich, das Auto hinter mir wiegt etwas über eine Tonne. Der Spielzeugtruck hier wiegt etwas über ein Kilo. Das ist das gleiche Verhältnis wie zwischen Sonne und Jupiter.
Es ist ein deutlicher Größenunterschied, wie man gut sehen kann. Aber das hier sind Monster Trucks. Das Schrottauto, das hier unsere Sonne repräsentiert hat, könnte es bald bereuen, sich am kleinen Jupiter vergriffen zu haben. Die Sonne ist das massereichste Objekt in unserem Sonnensystem, aber nicht der massereichste Stern unserer Galaxie. Viele Sterne haben mehr Masse als sie. Um den Unterschied zwischen der Sonne und einem Stern mit mehr Masse zu zeigen, bleiben wir bei unserem eine Tonne schweren Schrottauto als die Sonne und nehmen diesen etwa 4,5 Tonnen schweren Monster Truck als anderen Stern in 75 Lichtjahren Entfernung. Das Verhältnis ist in etwa das gleiche wie zwischen unserer Sonne und dem Stern Regulus. Ein heller Stern im Sternbild des Löwen, ungefähr 3,5-mal so massereich wie unsere Sonne. 3-mal so viel Masse scheint zunächst nicht viel. Aber man darf die galaktischen Dimensionen nicht vergessen. Das war nicht schlecht. Eine dreifache Masse macht schon einen Unterschied. Wäre Regulus hier bei uns und würde über unsere Sonne walzen, wäre das der passende Vergleich. Aber auch der riesige Regulus kann sich nicht mit den wahren Titanen des Universums messen. Der massereichste Stern, den wir kennen, kreist in einer Nachbargalaxie der Milchstraße, der großen Magellanschen Wolke im sogenannten Tarantelnebel. Der Name des Sterns selbst ist relativ langweilig, R136a. Aber er ist sehr, sehr massereich. R136a ist ein junger Stern, etwa 1 Million Jahre alt. Seine Oberfläche ist mehr als 60.000 Grad Celsius heiß. Bis zum Jahr 2010 dachte man, die größten Sterne wären höchstens 150 mal so groß wie die Sonne. Neue Forschungen haben ergeben, dass sie noch viel größer sein können. Wir vermuten, R136a hat zwischen 250 und 300 mal die Masse unserer Sonne. Für diesen Stern bräuchte man einen riesigen Truck. Dieses Monster ist 100 Mal schwerer. Aber riesige Massen gibt es auch auf kleinstem Raum. Bei extremer Dichte werden die Kräfte der Gravitation extrem. Am krassesten ist das Verhältnis bei einem sogenannten Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist der übrig gebliebene Kern einer Supernova. Seine Masse ist unfassbar dicht. Ein Neutronenstern hat die Masse von 1,5 Sonnen geballt in einer Kugel mit nur 16 Kilometern Durchmesser. Wenn man einen Monstertruck auf die Größe eines Zuckerwürfels zusammenpressen würde, wäre man annähernd so dicht wie ein Neutronenstern. Wir bräuchten 10 Millionen Monster-Trucks in der Größe eines Zuckerwürfels. Und wenn man aus diesen 10 Millionen Zuckerwürfeln einen Würfel mit 16 Kilometern Seitenlänge baut, entspricht das der Masse eines Neutronensterns. Neutronensterne sind bizarr. Es wäre zum Beispiel absolut unmöglich, auf einem Neutronenstern zu landen. Auf einem Neutronenstern wiegen sie 5 Milliarden Mal mehr als hier auf der Erde. Aber bei der Suche nach den größten Sternen geht es nicht nur um Masse. Im Universum gibt es auch Giganten, die einfach unvorstellbar viel Platz einnehmen. Einige der winzigen Lichter, die wir hier auf der Erde gerade noch sehen können, sind in Wirklichkeit Sterne so groß wie unser gesamtes Sonnensystem. Können wir uns den größten Stern der Galaxie überhaupt vorstellen? Wir rechnen Größen, Distanzen und Geschwindigkeiten im Universum auf Maßstäbe um, die das menschliche Gehirn verarbeiten kann. Das größte Objekt in unserem Sonnensystem ist mit Abstand die Sonne.
Sie hat über 300.000 Mal die Masse der Erde. Und auch was ihr Volumen betrifft, ist sie das größte Objekt des Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Im Vergleich zur Erde ist die Sonne echt groß. Sie hat den 109-fachen Durchmesser. Das heißt, es würden mehr als 1 Million Erden in die Sonne passen. Nach irdischen Maßstäben ist die Sonne enorm. Sie erscheint aber winzig im Vergleich mit den wahren Riesen unserer Galaxie. Sie tragen seltsame Namen aus Geschichte und Wissenschaft und geben dem Begriff Stern eine völlig neue Dimension. Als da wären Vega, Bellatrix, Epsilon Canis Majoris, Dube, Aldebaran und schließlich die riesigen Betelgeuse und VY Canis Majoris. Oh, wow. Astronom Alex Filipenko holt sie alle zu uns auf die Erde. Wir wollen heute hier in diesem Hangar die relativen Größen der Sterne zeigen. Wir blasen Ballons auf und auch richtig große Wetterballons und vergleichen sie mit der Sonne. Die hat dabei die Größe einer Bowlingkugel. Die Bowlingkugelsonne hat etwa 22 cm Durchmesser. Die Erde wäre dagegen nur ein kleines Kügelchen. Meine Assistenten wissen, wie man die Ballons mit Helium aufbläst und zubindet und wie viel reinpasst. Sie blasen die Ballons auf verschiedene Größen auf. Entlang den Ballons geht die Reise zu den großen, größeren und größten Brüdern der Sonne. Erster Halt, der Stern Vega. Vega liegt im Sternbild Leier und ist einer der 5 hellsten Sterne am Nachthimmel. Er leuchtet bläulich-weiß, denn er brennt heißer als die Sonne. Okay, hier ist meine Sonne. Wie groß ist dieser Ballon? 60 cm. 60 cm, das ist ungefähr 2,5-mal so groß wie die Bowlingkugel. So wie Vega, ein bläulich-weißer Stern. 25 Lichtjahre entfernt, sehr hell. Es folgt Bellatrix, ein Stern im Orion, dem hellsten Sternbild am Himmel. Die bekanntesten Sterne bilden Körper und Gürtel. Bellatrix leuchtet an der rechten Schulter Orions. Er ist 240 Lichtjahre entfernt. Hier ist ein größerer Ballon. Wie groß ist der? 1,20 Meter. 1,20 Meter. Das ist 5,5-mal so groß wie die Bowlingkugel, also die Sonne. Etwa wie Bellatrix. Noch größer als Bellatrix ist der heiße blaue Stern Atara, auch Epsilon Canis Majoris genannt. Canis Major bedeutet großer Hund. Das ist aber ein großer Stern. Der ist 3,5 Meter. 17-mal größer als die Sonne. Das entspricht dem Stern Atara in der Konstellation Canis Major. In derselben Konstellation leuchtet auch Sirius. Sirius ist der hellste Stern am Himmel, denn Atara ist 430 Lichtjahre weit weg. Wäre er genauso nah wie Sirius, würde er 15-mal heller leuchten. Fast doppelt so groß wie Atara ist Dube, am Rande des großen Wagens, in 120 Lichtjahren Entfernung. Der ist ja noch größer. Was ist der Durchmesser? 6,5 Meter. 6,5 Meter. Das wären 30 meiner Bowlingkugelsonnen. Das entspräche dem Stern Dube. Dube ist anders als unsere bisherigen Sterne. Er ist ein sogenannter roter Riese und leuchtet in Orange. Er ist kälter als die blau-weißen, die wir zuerst gesehen haben. Aber es gibt noch größere Sterne. Sogar der Flugzeughangar ist für das Modell zu klein. Für Aldebaran müssen wir nach draußen.
Der gigantische Stern ist seit der Antike bekannt und galt als Zeichen von Ruhm und Wohlstand. Dieser Ballon hat fast 10 Meter Durchmesser. Das ist 45 Mal mehr als diese Bowlingkugel, die unsere Sonne darstellt. Der Ballon steht für die Größe von Aldebaran, ein roter Riese im Sternbild Stier. Er ist etwa 65 Lichtjahre entfernt und leuchtet orange. Aber selbst die größten Ballons wären noch zu klein, um die größten Sterne der Galaxie abzubilden. Betelgeuse im Orion ist 650 Lichtjahre entfernt. Er hat den 700-fachen Durchmesser der Sonne. Betelgeuse ist so groß, sein Radius würde bis zur Umlaufbahn des Jupiter reichen. Wäre Betelgeuse in unserem Sonnensystem, würden alle 8 Planeten entweder zerstört oder sie wären zu heiß und unbewohnbar. Der größte bekannte Stern trägt den Namen VY Canis Majoris. Sein Durchmesser wird auf das 2000-fache von dem der Sonne geschätzt. Ein gigantischer Stern. Würde ein Flugzeug über VY Canis Majoris fliegen, bräuchte es 1200 Jahre für eine volle Umrundung. Bei Objekten dieser Größe versagt die menschliche Vorstellungskraft. Die Antwort auf die Frage nach dem wie groß zeigt, wie winzig wir Menschen sind. Nicht viel anders sieht es bei der Frage nach dem wie weit aus. Die Entfernungen zwischen Planeten, Sternen und Galaxien reichen weit über das von Menschen Fassbare. Deshalb müssen wir sie auf ein menschliches Level herunterrechnen. Wir verstehen relative Größen besser als abstrakte Zahlen. Zum Beispiel umkreist der Mond die Erde in knapp 400.000 Kilometern Entfernung. Das erscheint wenig. Überlegen wir noch einmal. Wir verkleinern die Erde auf die Größe eines Basketballs. Die Erde wäre also ungefähr so groß. Der Mond hätte dann die Größe eines Tennisballs. Die nächste Frage wäre, gemessen an dieser relativen Größe, wie weit lägen die beiden auseinander? Um das zu zeigen, brauche ich Hilfe. Johnny hält die Erde und ich nehme den Mond und messe ab, wie weit er weg muss. Los geht's. Ein halber Meter, ein Meter, drei Meter, noch weiter, 4,5 Meter. Wir müssen noch ein Stück weiter. Jetzt sind wir da, 6,5 Meter. So weit wäre der Mond im Modell von der Erde entfernt. Die Strecke von knapp 400.000 Kilometern zwischen Erde und Mond erscheint uns durch die Apollo-Missionen vertraut. Das ist eine der wenigen astronomischen Entfernungen, unter der wir uns etwas vorstellen können. Bei den 6 bemannten Mondlandungen dauerte die Anreise etwas mehr als 3 Tage. Die Reise zum Mond wurde Teil unseres kollektiven Bewusstseins. Motoren aus. Okay, Houston, die Challenger ist gelandet. Aber jenseits des Mondes erstreckt sich das Sonnensystem in einer Weite, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Was wäre, wenn wir die Planeten unseres Sonnensystems hier zu uns auf die Erde holen würden? Der Gedanke an Größen, Entfernungen und Geschwindigkeiten im Universum ist überwältigend. Schon die Distanzen in unserem Sonnensystem sind unvorstellbar groß. Wir holen jetzt ein kleines Sonnensystem auf die Erde. Verkleinern wir den Durchmesser der Sonne von 1,4 Millionen Kilometern auf die Größe einer Bowlingkugel. Was bedeutet das für die Planeten? Wir verkleinern sie im selben Maßstab. Wir haben also die 8 Planeten unseres Sonnensystems. Angefangen mit dem Merkur bis zum Neptun. In diesem Modell ist unsere Heimat Erde eine kleine Perle
und die Sonne eine Bowlingkugel. Hier stimmt das Größenverhältnis zwischen den Planeten und der Sonne. Aber die Entfernungen stimmen nicht. Um das zu zeigen, nimmt uns der Physiker Clifford Johnson mit auf einen Spaziergang durch das Sonnensystem, aufgebaut auf einer Landebahn. Das hier ist Johnny. Er hilft mir bei den Distanzen mit einem Vermessungsgerät. Okay, erforschen wir jetzt das Sonnensystem. Auf geht's. Ein Meter im Modell bedeuten knapp 5 Millionen Kilometer Entfernung zwischen den Planeten im realen Sonnensystem. Das hier ist der Merkur. Das sind 11 Meter. In Wirklichkeit sind es etwa 58 Millionen Kilometer zur Sonne. Erstaunlich, wie weit entfernt von der Sonne dieser erste Planet des Sonnensystems ist. Gehen wir weiter zum zweiten. Das ist die Venus. Bei 20 Metern. Dieses Kügelchen repräsentiert die Venus. Sie ist doppelt so weit von der Sonne entfernt wie der Merkur. In Wirklichkeit sind es über 100 Millionen Kilometer. Und das ist die Erde. Knapp 30 Meter. Diese Murmel hier ist die Erde. In etwa 150 Millionen Kilometern Entfernung zur Sonne. Die Bowlingkugel sieht von hier ungefähr so groß aus wie die Sonne, wenn sie am Himmel steht. Die kleine blaue Perle stellt die Erde dar. Die noch kleinere, ungefähr 6 cm weiter, ist der Mond. Im anderen Maßstab, mit der Erde von der Größe eines Basketballs, lag der Mond 6 Meter entfernt. Für ein Modell des kompletten Sonnensystems mussten wir die Strecke Erde-Mond auf ein paar Zentimeter verringern. Diese kleine Reise von der Erde bis zum Mond ist alles, was die bemannte Raumfahrt bisher zustande gebracht hat. Hoffentlich wird das in Zukunft besser. Auf unserer Landebahn kreist der Mars weitere 15 Meter oder 230 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Hinter dem Mars werden die Entfernungen noch viel größer. Hier ist der Jupiter, 150 Meter von der Sonne. Dreimal so weit von der Sonne entfernt wie der Mars. Bei all dem Raum zwischen den Murmeln scheint es ein Wunder, dass wir die Planeten von der Erde aus überhaupt sehen können. Daran sehen wir, wie hell die Sonne ist. Ihr Licht erreicht die Himmelskörper, wird von ihnen reflektiert und zu uns auf die Erde geworfen, sodass wir sie sehen können. Okay, weiter zum Saturn. Unsere Weltraumforscher erreichen den Saturn in 270 Metern Entfernung von der Sonne. Der Saturn ist 1,4 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Das ist fast doppelt so weit weg wie der Jupiter. Eine riesige Strecke. Und wir sind noch nicht einmal am Rand des Sonnensystems. Auf 585 Metern oder 1,8 Milliarden Kilometern umkreist der Uranus die Sonne. Er ist doppelt so weit von ihr entfernt wie der Saturn. Ich kann die Sonne von hier aus kaum noch sehen. Auch unser nächster Planet, der Saturn, ist kaum zu erkennen. Gehen wir? Mann, ist das weit. Hier sind wir. Der Neptun, der letzte Planet. 850 Meter bis zur Sonne. Nach unserem Modell bedeutet das eine reale Distanz von fast 3 Milliarden Kilometern zur Sonne. So weit draußen braucht der Planet viel Zeit für einen Sonnenumlauf. Ein Neptunjahr dauert ungefähr 165 Erdenjahre. Tatsächlich ist erst ein Neptunjahr vergangen, seit er entdeckt wurde.
Angesichts dieses Maßstabes scheint es ein Wunder, dass sich die Gravitation der Sonne in so großer Entfernung überhaupt noch auswirkt. Und hinter dem Neptun liegen weitere kleinere Himmelskörper wie der Pluto. Noch weiter draußen, ein Lichtjahr entfernt, gibt es dunkle Wolken voller eisiger Kometen. Die Entfernungen innerhalb unseres Sonnensystems stellen unseren Verstand auf eine harte Probe. Von den enormen Distanzen zwischen Sternen und Galaxien ganz zu schweigen. Die Entfernungen sind so gigantisch, dass Fragen nach dem wie groß oder dem wie weit unsere Vorstellungskraft übersteigen. Aber die enormen Dimensionen des Universums gelten auch für die Geschwindigkeit. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich Planeten schneller durch das Universum bewegen, als Gewehrkugeln durch die Luft fliegen. Wir haben die riesigen Ausdehnungen und Distanzen im Weltall kennengelernt. Jetzt geht es um das Tempo. Um das zu verstehen, müssen wir uns erst klar machen, was ein Lichtjahr ist. Wie der Name sagt, beschreibt ein Lichtjahr die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer. Diese Zahl allein ist zum Verständnis keine große Hilfe. Licht ist sehr schnell, etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ohne Beispiel schwer zu begreifen. Stellen wir uns einen Lichtstrahl zwischen Los Angeles und New York vor. Er könnte 38 Mal hin und her düsen. Pro Sekunde. Zur Demonstration der Lichtgeschwindigkeit wendet sich Astronom Greg Lavlin an den Schießexperten Michael Voigt. Er zeigt uns einige der schnellsten Objekte auf der Erde. Wir vergleichen die Lichtgeschwindigkeit mit etwas sehr Schnellem hier auf der Erde. Gewehrkugeln. Unser Ziel ist da hinten. Wenn es getroffen wird, können wir das Ding hören. So kriegen wir ein Gefühl dafür, wie lange das dauert. Das hier ist eine 204 Ruger, die im Moment schnellste Patrone im Handel. Die Entfernung beträgt 275 Meter. Ich versuche, ein Gespür zu bekommen, wie lange die Kugel unterwegs ist. Mal sehen, ob das funktioniert. Guter Schuss. Ich habe nichts mitgekriegt. Sobald ich abdrücke, schlägt sie schon ein. Keine Ahnung, wie lange die Kugel fliegt. Menschliche Sinne können die Geschwindigkeit der Kugel nicht wahrnehmen. Mike installiert einen Chronographen. In diesem Gerät ist der Timer, eine Art Stoppuhr. Okay, der Chronograph ist bereit. Alles klar. Ich schieße ein paar Mal und dann sehen wir, wie schnell die Munition ist. Wie sieht das aus? Das waren 1300 Meter pro Sekunde. Das sind fast 5000 Kilometer pro Stunde. Ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Beinahe vierfache Schallgeschwindigkeit. Ich bin beeindruckt. Aber es ist nichts im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. In der Zeit, die die Patrone von der Mündung bis zum Ziel braucht, reist das Licht um die halbe Erde. Von Los Angeles nach Paris und wieder zurück. Mit etwa einer Milliarde Kilometer pro Stunde liegt die Lichtgeschwindigkeit jenseits aller normalen Erfahrung auf der Erde. Das sagt mir jetzt nicht viel, weil eine Milliarde Kilometer keine Distanz nach irdischen Maßstäben ist. Zwischen der Lichtgeschwindigkeit und den Geschwindigkeiten unseres Alltags liegen Welten. Wenn wir sie begreifen wollen, brauchen wir eine Zeitlupe. Zurück zur Gewehrkugel. Auch ihre 5000 Kilometer pro Stunde sind kaum zu fassen. Wenn das Licht so schnell wäre wie eine Kugel, was wäre, wenn wir die ganze Welt um diesen Faktor verlangsamen würden?
Ein Flugzeug bewegt sich zum Beispiel mit etwa 900 Kilometern pro Stunde durch die Luft. Wenn wir die Kugelgeschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit nehmen, wie langsam wird dann der Jet? Bei einer angenommenen Lichtgeschwindigkeit von 5000 Kilometern pro Stunde kriecht das Flugzeug nur noch voran und würde in einer Stunde nur knapp 5 Meter schaffen. Eine F-15 erreicht mit ihren Mach 2,5 mehr als 2400 Kilometer pro Stunde. Auf diesem Maßstab flöge die F-15 in einer Stunde ganze 10 Meter. Was ist mit den Kugeln? Wie langsam wären sie auf dieser langsamen Lichtskala? Die Hochgeschwindigkeitsmunition fliegt in einer Stunde nur 18 Meter weit. Wenn wir die Lichtgeschwindigkeit auf 5000 Kilometer pro Stunde setzen. In Wirklichkeit kommt sogar eine Schnecke mehr als doppelt so schnell voran. Offensichtlich liegen die Geschwindigkeiten des Kosmos außerhalb unserer Vorstellungskraft. Bewegung ist im Universum der Normalzustand. Es kommt uns vielleicht so vor, als stünden wir still. Das tun wir auch relativ zum Boden. Aber die Erde kreist um die Sonne. Die Sonne kreist um den Mittelpunkt der Galaxis. Unsere Galaxis kreist in einer Gruppe von Galaxien. Und all diese Objekte bewegen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Erde umkreist die Sonne mit etwa 100.000 Kilometern pro Stunde. Das ist schnell genug, um in einer Stunde zweimal um die Erde zu fliegen. Unsere Sonne rast mit 780.000 Kilometern pro Stunde um die Milchstraße. Die Milchstraße selbst fliegt mit 2 Millionen km/h durchs All. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer noch 600 Mal schneller. Es bleibt dabei, wir leben im Vergleich mit dem Kosmos in Zeitlupe. Moderne Technik kommt nicht einmal in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir mit einem normalen Flugzeug reisen würden, 1 Million Mal langsamer als das Licht, dann bräuchten wir 4 Millionen Jahre bis zu den unserer Sonne am nächsten liegenden Sternen. Wenn schon die Reise zu den nächsten Sternen länger dauert, als wir Menschen existieren, wie sollen wir da die Größe unserer Galaxis verstehen? Wenn wir Planeten, Sterne und die Lichtgeschwindigkeit auf ein begreifbares Maß verkleinern, können wir die Dimensionen des Alls besser verstehen. Gilt das auch für Entfernungen zwischen den Sternen? Dimensionen, in denen wir Menschen und unsere Erde zu einem Staubkorn schrumpfen? Wissenschaftler berechnen Entfernungen zwischen Sternen in Lichtjahren. Aber nackte Zahlen helfen beim Verständnis galaktischer Dimensionen wenig. Nehmen wir einen Maßstab von einem Lichtjahr für 1,5 Kilometer. Die Sonne hätte dann die Größe eines Sandkorns. Wir haben ausgerechnet, wie viele Sandkörner oder Sterne es in unserer Milchstraße gibt. Es gibt ungefähr so viele Sterne, wie Sandkörner in dieser Kiste sind. In Zahlen ausgedrückt, mehr als 100 Milliarden Sterne. Wenn ein Lichtjahr 1,5 Kilometer sind, wo ist dann der nächste Stern? Von der Aussichtsplattform des Griffith Observatoriums gesehen, wo Laura Denley arbeitet, läge das nächste Sandkorn 6 Kilometer entfernt in Hollywood. Um die Sandkörner in einer dicht besiedelten Stadt 6 Kilometer auseinander zeigen zu können, benutzen wir Spiegel, die das Sonnenlicht reflektieren. Aaron und Johnny haben Spiegel. Sie werden Sonnenlicht reflektieren und damit zeigen, wie weit weg von uns der nächste Stern wäre. Und jetzt nehme ich ein paar Stars mit nach Hollywood. Das reicht. Stan, Aaron, seid ihr bereit? Ihr seid die Sonne und bleibt hier am Observatorium. Johnny und ich fahren nach Hollywood. Alles klar?
Der nächste Nachbar unserer Sonne ist kein einzelner Stern, sondern eine Gruppe von drei Sternen. Alpha Centauri A und B umkreisen sich. Sie sind ungefähr so groß wie unsere Sonne. Der dritte, Proxima Centauri, ist ein roter Zwerg. Dunkel und mit nur einem Zehntel der Masse seiner Geschwister. Ich stehe hier auf einem Dach in Hollywood. Etwa 6 Kilometer hinter mir ist das Griffith-Observatorium. Ich habe einen Beutel Stars dabei. Ich nehme 3 raus. 1, 2, 3. Weg mit dem Rest. Das hier sind unsere nächsten Sterne. Proxima Centauri ist der Erde am nächsten. Nach unserem Maßstab liegt er etwa 20 Meter hinter mir. Ich schmeiß Proxima Centauri mal dahin. Alpha Centauri A und Alpha Centauri B sind auf unserer Skala einen halben Meter auseinander. Unsere Sonne liegt 6 Kilometer weiter hinten beim Observatorium. Von hier aus ist es unmöglich, die Sonne von der Größe eines Sandkorns zu erkennen. Jetzt kommen die Spiegel zum Einsatz. Wir sind hier auf Alpha Centauri und wollen unsere Sonne finden. Mal sehen, ob sie uns die Sonne zeigen können. Hallo, hier ist Dan. Hey Stan, wir können die Sonne nicht sehen. Schickt ihr uns ein wenig Sonne vorbei? Okay, hier kommt die Sonne. Ich kann nichts sehen. Oh, jetzt. Das war gut. Schön hell. Guck mal. Okay, Stan, wir zeigen dir jetzt das Licht Alpha Centauris. Ja, da ist es. Wir haben es gesehen. Er sieht Alpha Centauri. In unserer Region der Milchstraße liegen die Sterne zwischen 3 und 5 Lichtjahren auseinander. Mit Sternen so groß wie Sandkörner kämen 20 von ihnen auf eine Stadt wie Los Angeles. Gäbe es mehr erdnahe Sterne, wäre das Leben, wie wir es kennen, in Gefahr. Eine Supernova würde unsere Atmosphäre zum Kochen bringen. Wenn ein anderer Stern zu nahe an die Sonne käme, würden die Umlaufbahnen der Planeten durcheinander kommen. Planeten könnten aus dem Sonnensystem ins Universum geschleudert werden. Wenn nicht so viel Platz zwischen den Sternen wäre, wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Den Wert der Lichtgeschwindigkeit herunterzukürzen, hilft uns Menschen, die Sterne in einen verständlicheren Zusammenhang zu bringen. Geht das auch mit den schier unendlichen Dimensionen des Universums? Die Milchstraße erstreckt sich über etwa 100.000 Lichtjahre. Und bis zur nächsten Galaxie ist es sehr, sehr weit. Die nächste Galaxie, die der unseren ähnelt, ist die Spiralgalaxie Andromeda in etwa 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das ist etwa 25 mal die Größe unserer Milchstraße. 25 Milchstraßen hintereinander wären in etwa die Strecke zur Andromeda-Galaxie. Das Ganze wird noch klarer, wenn wir Galaxien mit Stadtzentren Amerikas vergleichen. Galaxien werden auch Sternenstädte genannt. Das ist ein guter Vergleich. Nehmen wir an, die Milchstraße hätte die Größe von Los Angeles, etwa 160 Kilometer im Durchmesser. Dann wäre Andromeda New York. Dazwischen gäbe es andere, kleinere Galaxien, die zu unserer lokalen Gruppe gehören, wie das Astronomen nennen. In unserer lokalen Gruppe gibt es 2 Hauptdarsteller. Unsere Galaxie, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie. Es gibt noch eine kleinere Spiralgalaxie namens M33 und Zwerggalaxien mit 100 Millionen Sternen oder weniger. Aber selbst die riesigen Distanzen innerhalb der lokalen Gruppe sind nicht für die Ewigkeit. Andromeda und M33 bewegen sich beide auf die Milchstraße zu. In ein paar Milliarden Jahren werden sie zusammenstoßen. Kosmisch gesehen erscheint so eine Kollision brutal. Aber eigentlich sind die Sterne in den Galaxien so weit voneinander entfernt,
dass sie wohl fast unbemerkt aneinander vorübergleiten werden. Wenn wir Menschen so lange überleben, werden wir davon kaum etwas mitbekommen. Einige Milliarden Jahre später bilden sie eine gemeinsame Galaxis. Die Milchstraße, wie wir sie kennen, gibt es dann nicht mehr. Bis es soweit ist, bleiben selbst die nächstgelegenen Galaxien unserer lokalen Gruppe weit jenseits unseres Horizonts. Und unsere galaktische Nachbarschaft ist nur ein Splitter des Kosmos. Im bekannten Teil des Universums gibt es 100 Milliarden Galaxien. Jede hat Milliarden von Sternen. Wären die Galaxien im Kosmos verteilt, wie die Großstädte in den USA, dann müsste das Land 500 Mal um den Globus reichen, um nur den bekannten Teil des Universums abzubilden. Wir können die Dimensionen des Universums auf ein menschliches Maß herunterrechnen. Aber das ist nur ein Modell. Angesichts der schieren Größe des Universums fühlen wir uns oft ziemlich klein. Wir sind klein im Vergleich zu unserem Sonnensystem, im Vergleich zu unserer Galaxis und zum Universum an sich. Aber in gewisser Weise sind wir nicht unbedeutend. Wir sind die einzigen Lebensformen, die wir kennen, die neugierig und intelligent genug sind, um über das Universum nachzudenken. So gesehen hat das Universum sich selbst erst durch uns kennengelernt. Das würde bedeuten, dass das Universum durch uns erst beginnt, sich seiner eigenen, enormen Größe bewusst zu werden.